Komm schon, Mario, wir müssen weitermachen. Die Leute wollen ja auch was sehen. Mario, komm jetzt. Wir müssen irgendwas machen jetzt hier. Wir müssen den Zuschauern ja auch mal was bieten. Wir können doch nicht immer nur hier rumliegen am Strand. Ich weiß, es ist chillig, es ist geiles Wetter und so, es ist warm, aber man kann nicht nur am Strand liegen und chillen so. Ich gebe dir auch Döner aus, wenn du willst. So, komm, mach jetzt. Okay, ich weiß, Döner ist scheiße, so, ja, ist halt, weil zu warm. Ja, ich weiß, dann isst man nicht gerne Döner und so. Warme Sachen nicht so. Halt ein Eis? So, wie ist es das? Ah, beim Eis ist das dabei. Okay, dann nehme ich das Eis und ich nehme es natürlich auch, logischerweise. Und heiße euch willkommen zurück zu Mario Sunshine. Das hat ziemlich lange gedauert. Das ist das längste Intro, was ich je gemacht habe. Wir müssen wunderschöne Dinge vollziehen. Und zwar haben wir nämlich noch einige Sachen übrig. Das hier ist, glaube ich, das, was wir schon auch lange nicht machen konnten. Porto d'Oro, Yoshis Obstobolus. Uns fehlt nämlich hier die Mission, weil wir Yoshi noch nicht freigeschalten hatten. Klingt weird, ist aber so. Eigentlich ist die Mission auch gar nicht so scheiße. Hier wird uns dann auch direkt mal dieser, was auch immer das da oben für ein Schleim sein sollte, also dieser Magensäure-Scheiß wird uns immerhin direkt mal erklärt. Und zwar wollen wir das Zeug wegmachen. Das können wir nur am besten mit Yoshi, denn der hat ja die Fähigkeit, Sachen zu spucken. Was macht ihr da unten eigentlich? Was zum Fick macht ihr da unten eigentlich? 27 blaue Münzen haben wir aktuell. Moment mal. 27 blaue Münzen in Porto d'Oro. Weiß ich nicht. Warte mal. Fehlt uns etwas? Ich glaube ja, uns fehlen Sachen. Egal, dann holen wir uns jetzt die ganzen restlichen Sachen mit Yoshi, falls das überhaupt die Möglichkeit ist. Falls das überhaupt das ist, was uns fehlt. Wer weiß, vielleicht fehlt uns ja auch noch was anderes. Wir sind einfach nur inkompetent. Oder ich halt. Das kann alles sein. Ich würde darüber keine Urteile fällen jetzt hier. Das kann alles passieren. Ich hoffe nur, Yoshi chillt jetzt. Und gönnt richtig nice. Aber wobei, hier ist das gar kein Problem. Denn hier gibt es etwas, eine tolle Vorrichtung. Yoshi möchte diese komische Stinkfrucht. Okay, es gibt hier nämlich etwas. Dieses Ding hier. Hier steht schon an den Behältern Fruits. Und es ist ziemlich nice. Alter, oh, Mario, geh doch da hoch, ey. Und zwar ist es so, ich bugge fest. Und zwar ist es so, dass wir dort oben auf Schalter springen können und dann Früchte bekommen. Random. Ganz, ganz random, aber nice. So, bitte heben Sie uns hoch, danke. Wie hoch überhaupt? Ich glaube nur hier so hoch, oder? Ja, wow. Nützt uns halt nichts, aber ist dann so. Aber wobei, nee, wir nehmen einfach den Kran. Oder fallen direkt wieder runter, wie wär's damit, hm? So, jetzt hier. Wir brauchen nämlich einmal hier... Komm, gönn. Nein, das ist eine Banane. Die ist nicht richtig. Das Problem ist, eigentlich müssten wir das Obst sogar wegmachen, weil es spawnt halt genau wieder an der Stelle. Und das ist halt das Problem. Ihr seht schon, das wird zur Seite gekickt. Und diese komische Frucht, die wir jetzt brauchen, ist leider eine, die nicht wie die Banane an Ort und Stelle bleibt. Es spawnt sogar nichts mehr. Wow, perfekt. Weg. Weg. Ist das ein Scheiß. Ja, wow. Na, warte, wir gehen so da hoch. Och Mann, Mario, geh doch da hoch jetzt. Was ist denn das Problem, Alter? So. Das ist eine Ananas, die wollen wir auch nicht. Das ist eine Kokosnuss. Ja, das ist wirklich eine Kokosnuss. Au. Au. Das ist das Viech, was wir brauchen. Und es rollt ins Wasser. Das ist schlecht. Bitte nicht. Das Viech können wir nämlich nicht nehmen, glaube ich, oder? Ich glaube nicht. Machen wir mal den Müll hier weg. Ja, das Viech können wir nämlich nicht nehmen, wie ihr sehen könnt. Wir müssen es zu Yoshi bringen, aber ganz vorsichtig. Ich sagte vorsichtig, Junge. Ich sagte vorsichtig, du Spast! Kaputt gehen kann die aber nicht, oder? Doch, sie geht kaputt.
Toll, fick dich! Ist das ein Rotz? Ist das nicht ein Scheiß, ey? Warum muss ich immer diese Scheiße machen? The fuck war das? Warum muss ich immer so eine Scheiße machen und dann will hier nichts klappen? Es fuckt so hart ab, ey. Ist das ein... Oh, ist das ein Scheiß, ey. So ein Krampf. Dann mit dieser verfickten Wichsfrucht. Ausgerechnet die, die du nicht nehmen kannst, natürlich. Natürlich. Schon wieder. Jetzt geht das ganze Zeug wieder von vorne los. Ist natürlich random, was man da rausbekommt. Ist was auch sonst, ne? Natürlich wieder eine Banane, klar. Ja, ja, klar. Wir haben gleich kein Wasser mehr. Ja, und jetzt war es das schon wieder hier, weil alles verstopft ist. Toll. Meine Fresse, ey. Es ist zum Kotzen. Sorry, aber das ist doch Abfuck, oder nicht? Also mich fuckt das ab. Aber richtig. So. Haben wir es denn? Dankeschön, das Scheißviech. Orientieren bitte, danke. Jetzt nur ganz leicht gegen. Ich dachte ganz leicht. Lol, das hat gezählt. Okay. Hat gezählt, sehr gut. Hier gibt's blaue Schmetterlinge, die müssen weg. Blaue Schmetterlinge, die müssen weg. Die müssen weg, dankeschön. Nummer 1. Dann. Hier hinten irgendwo ist noch eine Spinne. Die müssen wir auch wegficken. Die muss weg. Genau die hier. Die habe ich schon versucht in irgendeinem anderen Kapitel wegzuhauen. War aber nicht richtig. So, und irgendwas fehlt noch. Ich muss wieder einmal kurz in die Liste gucken. Das tut mir leid. Das kennt ihr ja von mir, ne? Ich gucke kurz in die Liste rein. So, das haben wir schon gehabt. Das haben wir auch gehabt. Das sind sowieso das sind jetzt die falschen Kapitel, in denen wir dafür sind. Hä? Hä? The fuck? Da haben wir die Münzen alle? Ja, fehlt uns irgendwas in Kapitel 1, glaube ich, oder? In Kapitel 1 muss uns irgendwas fehlen. Ja, wäre episch, wenn ihr mir das sagen könntet. In Kapitel 1 fehlt uns irgendwas. Und ich weiß nicht was. Wäre nice, wenn ihr mir das schreiben könntet. Denn wir haben jetzt exakt eine Münze, die fehlt. Wäre wirklich cool. So, wir benutzen mal hier die Kanalisation. Um die Mission zu beenden. Oder ich... Ah, oder ich such's jetzt offline. Das kann ich auch machen. Ich kann es auch einfach offscreen suchen. So, was müssen wir denn jetzt überhaupt machen? Erst einmal lade ich jetzt nochmal Yoshi auf, weil das wäre dumm, es nicht zu machen. So, wir gehen nochmal hier hoch. So, hier rauf. Einmal, Vorsicht, Yoshi steuert sich super gut. Nicht. Natürlich kriege ich die jetzt instant, na klar, was auch sonst. So, laden einmal kurz auf. Denn ihr habt ja gerade gesehen, die Anzeige, da geht runter. Oh, das war die falsche Taste. Nein, das war auch die falsche Taste. Das war fast der Tod. Das war zu hoch, oder? Ach! Du kannst mich mal in den Arsch... Weißt du, aber richtig am Arsch lecken. Du dreckiger Pisser, du kannst mich so fett am Arsch lecken. Ist das Abfuck. Warum hat sich die scheiß Plattform bewegt? Mann, ist das kackig, Alter. Das ist ein Scheiß. Lass mich hoch jetzt. Hoffentlich hat Yoshi jetzt wenigstens eine bessere Frucht. Und nicht mehr diese Scheiße. Komm, gönn. Nein, es ist der gleiche Müll. Es ist der gleiche Rotz. Ist das nicht schön, sowas zu sehen? Ja. Junge, fall bitte nicht runter. Fall einfach bitte nicht runter. Das ist wieder eine Kokosnuss, die wollen wir nicht.
Das ist eine Birne, die wollen wir auch nicht. Das ist eine Ananas, die wollen wir auch nicht. Ich räume mal auf da unten, ne? Ist das ein Scheiß. Damit vergeudet man hier wirklich echt viel Zeit und das fuckt richtig ab. Weil besonders wenn man halt eben immer auf die Zeit achten muss, ist sowas richtig scheiße. Weil wir sind schon 10 Minuten hier und haben nichts geschafft, weil das random ist. Danke. So, jetzt aber hier. Okay, hat gezählt, sehr gut. Immerhin hat das geklappt. So. Das ist viel zu hoch. Das ist besser. So, beweg dich, Plattform. Na, mach mal so, die Kamera ist gleich besser. So, das passt schon. Okay, sehr gut. Oh, ist das ein Rotz. Ist das richtig, was wir jetzt gemacht haben? Ich glaube schon, oder? Bitte lass das richtig gewesen sein. Ich kann es nämlich nicht beurteilen. Nein, das war falsch, Mario. Ich will bitte so. Nein. Wir müssen halt immer weiter nach oben, ne? Oh Gott. Geh da hoch! Oh mein Gott. Alter, spring doch nicht ab. Ich drücke immer die falsche Taste. Das fuckt so ab. Bin so inkompetent. Ich drücke immer die falschen Tasten. Warum gehst du in die Richtung? Hallo? Frage? Wie soll ich jetzt da oben hochkommen? Oh mein Gott, das hat gereicht. Von hier unten. Das hat gereicht. Soll das sogar so gemacht werden? Ich weiß es nicht, bin ehrlich, ich kann es euch nicht sagen. Na, warte, wir versuchen mal das Viech zu bekommen. Der Mageninhalt neigt sich auch langsam dem Ende. Das soll ja, glaube ich, echt so sein, oder? Nein, geh doch da hoch! No, Cock! Egal, wir holen uns jetzt die komische Düse hier hinten und dann springen wir einfach hoch. Wo ist die denn da vorne? Dann springen wir da einfach hoch. So, gib her. Ja, perfekt, so sollte das nicht sein. Oh, Mario, geh doch bitte da hoch. Wo ist denn dein Problem? Danke. Was ist eigentlich damit hier? Ach, das sind noch die Viecher. Okay. So, zack. Episch. Okay, hat besser geklappt, als ich dachte. Bin ich ehrlich. Aber gut. Ich hätte ziemlich gedacht, dass wir nochmal nach ganz oben müssen, aber nö. Mit Yoshi meine ich jetzt. Aber zum Glück hat es von da unten geklappt. Das heißt, wir konnten da relativ entspannt vorgehen. So, ich glaube, ich suche wirklich nochmal im ersten Kapitel. Wenn es im ersten Kapitel... Ah, okay. Wenn es im ersten Kapitel nichts gibt, bin ich fett. Wenn es im ersten Kapitel nichts gibt, dann werde ich mich da dementsprechend melden. Aber jetzt erstmal ins Wasser fallen. Erstmal Mario Morgana töten. Töten. Dann haben wir nämlich auch alle komischen Düsen freigeschaltet. Dann haben wir alles auf dieser Oberwelt, was wir brauchen, um sie zu 100% abzuschließen, so gut wie. Wenn ihr jetzt nur noch wisst, wo Mario Morgana genau war. Ich glaube, der war hier hinten, oder? Der war hier hinten irgendwo bei dem komischen... Ja, hier hinten war der. Ja, natürlich.
Hallo, Düse, könntest du bitte Sachen machen? Ach nö, sag mir nicht, du willst jetzt hoch. Ach nö, du Spast. Der geht da echt hoch, ey. Das ist aber Abfuck hier, was du machst, ne? Das weißt du, oder? Hallo? Aber wir verfolgen ihn garantiert nicht bis nach da ganz hinten. Ich glaube, es hackt. Ja, jetzt springt er da hin und her. Perfekt. Hä? Ich würde sagen, besser geht's gar nicht. Der ist da in seiner unendlichen Scheiße gefangen. Wie geil. Hallo. Okay, ich mache ihm keinen Schaden mehr. Warum das? Ach, Junge, nee, was ist denn das nun? Ich mache ihm halt echt keinen Schaden mehr. Was soll denn das? Ja, genau. Rüber da mit dir. Halt dich fest. Du Spast, halt dich da fest. Dankeschön. Ich will nämlich eigentlich wieder den hier machen. Okay, das geht halt echt nicht mehr. Was soll denn das, Alter? Okay, das ist halt lame. The fuck? Ja, toll. Toll! Okay, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Er kriegt halt keinen Schaden mehr, hä? The fuck? Jetzt hat. Was war das denn, Alter? Ich war kurz davor, den Raketensprung einzusetzen. Ja, deine Mutter war kurz davor. So, wir haben die Raketendüse freigeschaltet. Ist das nicht schön? Jetzt können wir durch die Gegend hüpfen und fett sein. Und ich muss gerade überlegen, haben wir nicht noch irgendwas vergessen? Einmal. Porto di Oro. Ja, doch. Playa del Sol. Aber egal, wir kümmern uns erstmal jetzt hier um die roten Münzen, um die blauen Münzen in Porto di Oro. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde einmal einen kleinen Cut setzen und mal nachschauen, ob wir nun wirklich dort im ersten Kapitel nichts vergessen haben. Falls es doch so sein sollte, dass man irgendwas vergessen hat, werde ich es euch wie gesagt zeigen. Aber sonst besteht eigentlich kein Grund, dass wir da irgendwie noch was nachholen müssen. Jetzt müsst ihr mir das leider sagen, weil ich weiß nicht, wo ich was übersehen habe. Also dann, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe erfolgreich aufgegeben. Ich habe nichts gefunden. Ich bin das ganze erste Kapitel nochmal durchgegangen. Habe jetzt hier locker nochmal eine halbe Stunde oder sowas gesucht. Ja. Weiß ich nicht. War nicht so episch. War nicht so episch. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um... Um was kümmern wir uns denn jetzt? Was wollte ich denn sagen? Wir kümmern uns jetzt mal um... Oh, gucken uns doch mal hier ein bisschen um. Porto di Oro. Wie gesagt, eine Münze fehlt. Da haben wir alles außer die 100 Münzen. Playa del Sol. Was fehlt uns denn in Playa del Sol? Gucken wir uns das doch mal an. Oder nicht? Ach so, hier, das Vieh übrigens auch. Anspritzen und so, das gibt auch eine blaue Münze. Wie gesagt, eigentlich wollte ich die jetzt nicht machen, aber der nervt mich schon die ganze Zeit über. Der war schon die ganze Zeit da. Und das war nicht richtig, wartet. Deswegen, das müssen wir uns eigentlich alle merken. So, und jetzt hat aber. Dankeschön. So, weg. Okay, Playa del Sol. Let's go. Ich nehme dazu mal die Raketendüse, dann ist sie schneller. So, hier lang, da lang. Au, okay, das war nicht schneller. Au, das war nicht schneller. So, hier Playa del Sol, bitte. Dankeschön. Mal gucken. Was fehlt uns denn da sonst so? Also wir haben hier alle geilen Shines. Das ist klar. So. Ah, okay. Kapitel Nummer 6 ist unser Kapitel. Rote Münzen im Korallenriff.
Dort fehlen uns nämlich Sachen, die wir mit Yoshi machen. Das hat sich gereimt und ist wahr. Wie schön. So, wo ist denn Yoshi hier in dem Level überhaupt? Ich glaube, der chillt ganz oben. Ah, ne, der chillt da hinten. Ich glaube, ganz oben sind die... Sind die, keine Ahnung. Will er Banane? Ne, will er nicht. Der will keine Banane. Will was anderes. Was ist denn das? Ach, das ist irgendwie so eine Zitrone oder Birne. Keine Ahnung. Ja, die liegen auch hier hinten rum. Oder bei der Strandbar. Da gibt es auch einige. So, hier oben liegt das Obst. Oh, jetzt habe ich so Bock auf Obst, Alter. Ich weiß nicht, wieso. Ist auch schon richtig nice. Hätte ich richtig Bock drauf, bin ich ehrlich. Sehr episch. Wie viele fehlen uns hier überhaupt? Zwei. Sollte doch hoffentlich alles sein, oder? So, hier haben wir gleich. Also, ihr müsst mir auch ruhig mal in die Kommis schreiben, ob euch das irgendwie nervt, dass wir hier so großartig Backtracking betreiben, dass ich oft nachgucken muss oder sowas bei einigen Sachen. Ich hoffe, das fuckt nicht zu sehr ab. Und wenn doch, tut's mir leid, aber 100% sind eben 100%. Ne? So, bewässern wir das Viech mit Magensäure. Das ist eine sehr gute Idee. So. Sehr episch. Sehr, sehr episch. Und dann gibt es noch ein Bienennest. Und das befindet sich... irgendwo. Wo? Dort hinten? Ich glaub da hinten. Gucken wir uns das einfach mal an. Ah, oder? Oh, ich will immer... Nö, nicht hier. Okay, Fail. Woanders? Aber wo? Irgendwo hier muss es sein. Ah, Yoshi springt echt krank hoch. Muss man sagen, wie man... wie es ist. So, hier war es nicht. Aber wo denn? Irgend so ein Strandding. Irgendeinem Unterstand. Hier? Hier. Da. Gut, dann machen wir einmal den hier wieder. Ihr kennt das Prozedere ja. Oh, wieder näher ran. Ja, und sonst passiert das. Bitte fickt euch. Jetzt können wir hier weitermachen. So. Ah, okay, wir können nicht rumspammen. Das geht leider nicht. Aua. Yoshi, komm her. The fuck? Au, gib mir die Ficke hier. Hier. Du scheiß Biene, komm her. Komm her. Dankeschön, meine Fresse. So, damit haben wir hier auch alles bis auf die 100 Münzen. Episch. Dann war's das eigentlich, würde ich sagen. Außer, wir gehen natürlich jetzt noch in Parco Fortuna. Natürlich, klar, warum auch nicht. Parco Fortuna fehlt uns noch. Wie gesagt, ich bitte euch wirklich, die Oberwelt haken wir übrigens von anders ab. Ich bitte euch wirklich, dass ihr mir in die Kommentare schreibt und mir helft, wenn ich hier irgendwas Krasses vergessen habe oder sowas. Wie gesagt, das eine Mal, jetzt frage ich euch wieder mal. Ich weiß halt echt nicht, wo diese eine rote Münze... ich dachte, wie rote. Wo diese eine blaue Münze sein soll hier bei Porto de Oro. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Irgendwo muss sie sein. Aber die Hauptsache ist, dass wir jetzt hier wenigstens wieder alles haben. Wir klären dann einfach mal jetzt hier hinten nochmal, was nu ist mit Parco Fortuna. Bitte nach oben, Mario. Dankeschön. Es gibt ja auch einige geheime Shines übrigens. Wie gesagt, hier. Da kommen wir dran, indem wir hier oben einmal... Na, sieht man das jetzt? Ja, da ist eine Münze, da ist eine Öffnung mit einer Raketendüse ran. Das machen wir dann einfach. Ne? Ganz entspannt. Ganz, ganz, ganz entspannt. So, Parco Fortuna. Aber wo wollen wir das jetzt noch machen? Ich weiß nicht. Wir haben halt schon 25 Minuten voll. Es kommen schon oft Parts. Muss man sagen. Also es kommen wirklich oft Parts. So, machen wir da weiter. Nein. rote Dukaten im Piratenschiff.
Das ist die Mission, die wir haben wollen. So. Zunächst einmal müssen wir hier draußen mit Yoshi Dinge machen. Wo chillt der denn? Da hinten chillt er. Was will er? Irgendwas Grünes? Ist es die Kokosnuss? Es ist die Kokosnuss. Okay, wo ist die Kokosnuss? Ich weiß es nicht. Irgendwo hier in einem Baum? Oder liegt die hier random rum? Ich weiß es nicht. Wo hier sind die doch? Bin ich dumm? Ich glaube, die hängen wirklich an den Bäumen. Aua, du Spast. Aua, du Spast. Hör doch auf, Alter. Scheißviech. Fickt euch einfach. Fickt euch. Da oben ist sie auch nicht. Auf dem Boot? Ist sie da vielleicht? Nö, auch nicht. Das Scheißviech weghauen. So. Hier oben dran? Nö, auch nicht. Hä, bin ich dumm? Wo liegen diese Scheißviecher? Wir können ja auch nicht mehr rausgehen, wenn wir einmal im Park drin sind. Das ist halt das Problem. Wir können dann nicht mehr raus. Hä? What the fuck? Kannst du mir was gönnen? Falls du den Vergnügungspark suchst, musst du da lang. Der Eingang ist dort drüben am anderen Ende vom Strand. Ja, das weiß ich, aber... Hä? Ja, ich brauch doch die scheiß Kokosnuss hier, hallo? Wo ist die denn? Bin ich dumm? Kannst du mir helfen? Ja, ich weiß, dass der Eingang da ist. Ach Mann. Ich bin maximal lost. Wo sind denn die scheiß... wo sind denn die scheiß Dinger, hä? Ich bin absolut dumm. Hier ist halt auch nichts. The fuck? Ich bin bestimmt schon 10 Mal vorbeigelaufen dran, oder? Gibst du mir was? Ich liebe die Sonne, aber oh, sie ist so hell. Hier, Kleiner, trage meine spezielle Sonnenbrille. Sehr cool. Jo, du bist gestylt. Sprich mich an, wenn du sie nicht mehr benötigst. Ah, nice, hier kann man diese Sonnenbrille tragen, die man eigentlich erst am Ende des Spiels bekommt. Aber dafür ist das Spiel dann echt ein bisschen dunkel, finde ich. Ja, ich bin lost, ich weiß nicht, wo die Scheiße ist. Gebt ihr mir was? Wenn ich ihr mit Wasser bespritze? Hä? Yoshi, du Arschloch. Oder muss man... Och, Mensch, ich bin ja lost, Alter. Man muss hier am Strand rumspritzen, Alter. Au. Hier war was, wartet mal. Ach, guck mal, was da ist. Das nehme ich doch gerne mit. Hallo? Alter. Willst du dann auch erscheinen oder ist das nicht so deins? Junge, was ist das denn? Das will einfach nicht spawnen, hallo? Danke, du Spast, Alter. Was war denn das? Hätte ja noch länger dauern können. Ah, das ist das gelbe Ding. Nee, wir wollen aber die Kokosnuss. Alter, wer hätte es gedacht, dass man einfach hier am scheiß Strand rumspritzen muss, Alter. Hätte man mir ja mal sagen können, da komme ich doch nicht drauf. Banane. Wo ist denn jetzt die... War hier gerade wieder was? Oh, tatsächlich. Nein, verpiss dich. Ah, hier, du spawnst jetzt aber bitte schneller, oder?
Okay, danke schön. Sehr gut. Kriegen wir jetzt bitte unsere... Nein, tun wir nicht. Okay, dann nicht. Warum habe ich gerade Schaden bekommen? The fuck? Wieder eine Münze. Alter, das ist echt eine Sucherei. Natürlich wieder die scheiß Frucht, die wir brauchen, ist nicht da. Gib mir doch einfach nur eine Frucht, Junge. Ist hier hinten auch noch was versteckt, oder? Natürlich nicht. Ich glaube, hier irgendwo war aber noch eine blaue Münze, oder? Hier irgendwo war da noch was, oder? Doch, ziemlich sicher. Irgendwo war hier noch was, keine Ahnung. Ich will doch nur die Scheiße finden. Was ist denn daran so schwer? Hallo? Ist das zu viel verlangt oder was? Abgefuckte Scheiße, man findet hier alles. Aber nicht das, was man braucht. Wenn wir die Alten ins Wasser werfen. Jetzt spawnt hier dann nochmal irgendwas. Junge! Was ist denn das? Alter, ich bin maximal abgefuckt, bin ich ehrlich. Hallo, ich will doch nur... mich gleich, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich finde die Scheiße nicht. Ich finde die Scheiße nicht. Ich fühle mich gerade so dumm. Junge. Friss doch was anderes, du dumme Sau! Ey, ohne Witz, ich verlasse gleich das Level und hoffe, dass da was Besseres spawnt. Ja, wow. Das Ding nimmt der ja nicht, Alter. Das nimmt der ja nicht. Er nimmt er auch nicht. Ich hasse es, ne? Ich hasse es wirklich. Ich will nicht mehr, ehrlich. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Es ist zum Kotzen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich finde diese Scheiße nicht. Irgendwo hier muss es doch sein. So, ich krieg AIDS, ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr, ne? Ich laufe jetzt hier seit 10 Minuten rum, hier ist nichts! Ich laufe jetzt noch einmal hier in diese Richtung, den Strand runter. Wenn dann da nichts ist, dann ist es verbuggt. Dann spawnt hier einfach nichts. Ich gehe sogar nochmal zurück, damit ihr seht. So, geil. Hier spawnt nichts. Sogar hier. Hier spawnt nichts. Da.
hätte es glaubt. Ja, könnt ihr es glauben? Hallo, Spaß, gib her. Alter. Wir machen das nächste Mal im Part weiter. Im Park, wollte ich sagen. Hier haben wir alles. Es gibt nichts mehr, was wir holen müssen. Den kotze ich jetzt an. Lecker, wasch dich. Ja, hier ist glaube ich wirklich nichts, oder? Ich bin gebrochen. Ich kann nicht mehr. Warte, ich kotze dich jetzt auch nochmal an. Ja, wir sehen uns das nächste Mal hier im Park. Meine Fresse, ich kann kein Deutsch. Bis zum nächsten Mal bei den blauen Münzen. Bis dann. Und man kann halt wirklich nicht raus, ne? Nur so, man kann hier nicht mehr raus. Ihr seht's. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich kann nicht mal hier gegenspringen, so. Hier ist eine unsichtbare Wand. Scheiße. Aber gut, okay. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und ciao.